Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Ja, wir haben jetzt endlich für Khan die Dings. Ogit braucht auch noch Hilfe. Wer war nochmal Ogit? Khan braucht Ausrüstung. Wir haben die Ausrüstung jetzt endlich hier aus Khabdun geholt. Du musst weiter. Ja. Und müssten jetzt wieder zurück nach Montera. So, ich müsste eigentlich meine Cam ein bisschen nochmal bearbeiten. Ich bin da oben irgendwie abgeschnitten am Schädel. Müsste mal schauen, wie ich das richtig mache. Komm, die 10 Punkte nehme ich mit. So, Silden war das. Ne, Geldern. Ne, Silden war das, der eine Dieb, der uns was beibringen konnte. Ich bin aber immer noch stocksauer wegen der Sache da mit dem Erz. Dass erstens überall so gut wie gar nichts ist und dann muss ich auch noch spezielles Erz mitbringen. Was auch immer mit dieser Echse ist, da stimmt was nicht. Mit der hier auch nicht. Ich glaube, die sind ein paar Assets, die hier einfach nur platziert wurden, aber keine Lebewesen. So, hier noch eine. So, dann beeile ich mich mal wieder zurück nach Monteras. Obwohl wir haben ja Treles, Nemora, Khabdun, Gotha. Wir haben kein Ding für Montera. Wir haben keinen Teleportstein für Montera, okay. Das heißt, den muss ich dann irgendwo suchen. Noch finden. So, gönnen uns noch ein Energy. Oder warte mal. So. Erstmal die Bisons ein bisschen gezeigt hier, wer hier der Herr ist. Da sind noch ein paar Bisons. Gleiches Spiel vielleicht. Fleisch haben wir jetzt jedenfalls genug. So. Okay, nice. So, nochmal was futtern. Und speichern. Eigentlich, Bisons bringen richtig gut Fleisch. So, hier, ich muss mal euer Lagerfeuer ausleihen. Lagerfeuer. Lass mich in Ruhe. Ach, ich will euer... Ein warmes Feuer ist doch was Feines. Ich will euer scheiß Lagerfeuer nutzen. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. So, 20 Fleisch haben wir. So, sind wir jetzt wieder bei 115. So, das war jetzt aber auch echt beschissene Arbeit, so mit dem Erz. Das zu finden. Es gibt da auch so wenig. Und dann muss das auch noch gezielt das sein, was an ihn adressiert ist. An Zuma? Zoma? Ich freue mich schon, wenn wir Götterdämmerung endlich abgeschlossen haben.
Vor allem auch, weil Götterdämmerung irgendwie nicht mehr zum Kanon gehört. Und ich hoffe eigentlich, dass auch Alchimia das weiß. Und wenn die das dann remaken sollten oder würden, dass es dann richtig gemacht wird. Also, dass es wirklich dann passt. Also, hatte ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt. So, dass die dann nur die Idee nehmen mit der Götterdämmerung und das dann einfach so überarbeiten oder von neu auf machen, dass es einfach zur Story passt, zur Logik, zur Lore von Gothic. So, die Frage ist dann, werden die das gleiche auch mit Risen machen? Risen habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Werde ich aber noch, will ich aber noch. Und ich hoffe, es ist weniger am Ruckeln als das hier. Denn es tut mir leid, wenn das Spiel wirklich am Ruckeln ist, die Aufnahme, die Folgen und so weiter. Es liegt aber wirklich nur am Spiel und nicht an mir. So, von wo höre ich dieses Gestampfen? So, Montera, wir sind da. Ja, es liegt wirklich am Spiel und nicht an mir. Bis jetzt noch nichts, keine ausgelassenen Frames oder sowas. So, Montera. Warte mal, ist das Belias Symbol oder wessen Symbol ist das? Belias sieht doch anders aus. Ist das ein Adanos-Symbol? Bauen die Adanos-Tempel wieder auf? Oder ist das Innos? Boah, ich kenne mich da leider nicht aus, welche Symbole hier zu wem gehören. Als wenn das so einfach wäre. So, aber Kahn, ich habe hier was für dich. Da hast du die Dinger. Da hast du die Dinger. Danke. Ausdauer plus 5, okay. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Oh, zeig mir, wie ich mich selbst heilen kann. 10.000 Gold? Dazu bist du noch nicht bereit. Bring das Zeug hier zu Torus. Okay. Und erzähl ihm, was dieser Vollidiot Gabriel zu meinem Angebot gesagt hat. Mache ich. Okay, Kahn brauchen wir noch, wenn wir uns selber regenerieren wollen. Mit welcher Scheiße soll ich denn aufhören? Ihr sollt mit der Scheiße aufhören. Wo ist die Trotzdem Musik hin? gefällt mir das ganz und gar So, nicht. jetzt gucken. Gotha findet das Gold von Ulvas Aber Mann, es ist tötet nur die die Deserteure. Schlacht. Weingart will, dass sie die Und es kommt Deserteure noch töte. Als schlimmer. Belohnung hat er mir einen Haufen Gold versprochen. Die Deserteure befinden sich in einer Höhle unter Am dem besten Küstendorf läufst du dich Khartoum. da raus. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Ah, okay. So, Kann dir doch egal sein. braucht Ogit Hilfe? Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Wo ist Ogit? Klar, warum nicht? Und wer ist Ogit? Einige Dinge werden sich niemals Wir sollten gar nicht hier. Ork? Da oben chillt ja auch noch jemand. Kommt man da überhaupt hoch oder kommt der da auch überhaupt jemals wieder runter? So, wer ist Ogit?
Ich nehme einfach mal alles mit. Okay. Oh, warte, da ist noch was. Miederhammer. Mich wird hier eh keiner belehren. Außer die erwischen mich auf frischer Tat. Was ist das hier? Ach. Okay. Noch ein Sklave. Gut, schau mal, dass ich hier wieder rauskomme. Aber wo ist Ogit? Wer ist Ogit? Und was ist Ogit? Hier oben ist niemand. Da ist ein Waffenbündel, genau drunter. So, jetzt. Noch ein Korb. Okay, mehr ist sie jetzt auch nicht. So, Krieger. Erhang. Lass mich in Ruhe. Ich brauche Ruhe. Feste drauf. Ach, wo geht's? Wie kommst du darauf, dass ich mit dir reden will, Mora? Hallo, Khan schickt mich. Hallo, Khan schickt mich. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich brauche ein Artefakt. Sag Urbanus, er soll es mir schicken, und zwar nicht sehr plötzlich. Okay, was für ein Artefakt brauchst du? Was für ein Artefakt brauchst du? Urbanus weiß schon, welches ich meine. Sag ihm einfach Bescheid und jetzt mach dich gefälligst auf den Weg. Wofür brauchst du das Artefakt? Wofür brauchst du das Artefakt? Für meinen Bison-Eintopf. Was glaubst du denn? Steck deine Nase nicht in Angelegenheiten, die dich nichts angehen, Mora. Okay, ich geh dann mal. Gut, ich geh dann mal. Wir sollten den Mora seine Lektion erteilen. So, Urbanus? Wir sollten gar nicht hier sein. Dir lass mich denken, Mora. Wo ist Urbanus? Der war ja hier. Was ist geschehen? Wir sollten den Mora seine Lektion erteilen. Urbanus. Du stinkst fürchterlich. Bleib mir vom Leib. Ja, ich habe aber letzten Monat noch geduscht. Ogit braucht das Artefakt. Hast du es? Hat der Penner mal wieder nichts mitbekommen? Das Artefakt wurde geklaut. Von wem? Von wem? Von Banditen natürlich. Die klauen doch alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Was ist so besonders an dem Artefakt? Es ist was, das dich nichts angeht. Wenn du weiter so neugierig bist, hack ich dir die Finger einzeln ab. Kapiert? Wo ist das Lager der Banditen? Nur falls Khan danach fragt. Vor Kap Dun. Und jetzt beweg dich. Neue Quest Urbanus braucht Khans Erlaubnis. Warte, lag da was? Ne. Da lag nichts. Okay, so. Khan? Was willst du? Urbanus schickt mich. Er will, dass ich mir ein Banditenlager mal genauer ansehe. Urbanus schickt mich. Er will, dass ich mir ein Banditenlager mal genauer ansehe. Warum das denn? Die Banditen dort haben das Artefakt geklaut. Die Banditen dort haben das Artefakt geklaut. Du bekommst die Erlaubnis nur, wenn du einen Ersatz für Urbanus findest. Und wo finde ich einen Ersatz? Red mit Arthur. Er kann dir weiterhelfen.
Und jetzt verschwinde! Meld dich bei mir, wenn die Sache erledigt ist. Und wer ist jetzt Arthur? Trotzdem gefällt mir das Ganze. Moment. Hey, kannst du mir sagen, wo ich Arthur finde? Hallo, kannst du mir sagen, wo ich Arthur finde? Arthur? Du solltest in Kapdun suchen. Soweit ich weiß, lebt er dort. Was macht er in Kapdun? Hä? Ach nö, muss ich jetzt wieder so weit laufen? Okay, Kapdun haben wir. So. Du musst weiter. Lass mich in Ruhe. Wer ist von euch hier Arthur? Ich ruhe mich ein wenig aus. Mach dich nützlich, Morra. Stör mich nicht. Der heißt Bürger, okay. Immer feste drauf. Ich denk gerade nach. Wo kommst du denn her? Wessen Armee ist stärker, die von Gorn oder die von Torus? Wessen Armee ist stärker, die von Gorn oder die von Torus? Im Moment sind sie etwa gleich stark. Aber das wird sich wohl irgendwann ändern. Wird Torus Armee stärker werden als die von Gorn? Wird Torus Armee stärker werden als die von Gorn? Wird Gorns Armee stärker werden als die von Torus? Das wird davon abhängen, welche Entscheidungen Gorn und Torus in nächster Zeit treffen. Gorn muss wissen, wann er seine Spione abziehen und sich auf einen letzten Angriff vorbereiten kann. Torus muss entscheiden, wie lange er noch warten kann, um seinen geheimen Plan zu vollenden, der dann angeblich das Ende von Gorn bedeuten würde. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Wer tut das nicht? Khan braucht einen Ersatz für Urbanus. Woher wusstest du das? Woher wusstest du das? Psch, das bleibt mein kleines Geheimnis. Wen schlägst du vor? Wen schlägst du vor? Naja, der Orkmor könnte der richtige Mann. Der Ork sein, um Urbanus zu ersetzen. Jung, forsch und er weiß, wie man alles aufschlitzt, was sich bewegt. Wo finde ich ihn? Wo finde ich ihn? In Kapdun. Und jetzt geh. Schnell. Bevor uns noch jemand zusammen sieht. Gut, ich bin dann weg. Gut, ich bin dann weg. Und denk dran, wir haben uns nie gesehen. Neue Quest. Morg ist der perfekte Ersatz. Wer ist jetzt Morg? Es gibt da noch ein anderes Problem. Lass mich raten, du bist Morg. Nein? Okay. Hätte ja sein können. Der Ork-Morg. Mach dich nützlich, Morra. Verschwinde. Ich ruh mich ein wenig aus. Mach dich nützlich. Verschwinde, Morra. Wieso sind die immer so? Was willst du, Morra? Ich will wissen, wo Morg ist. Mach dich nützlich, Morra. Uninteressant. Die Sachen, die hier so frei rumliegen, darf ich einfach so mitnehmen. Verschwinde. Das ist ein Speer. In Kapdun soll Morg sein. Wo ist er? Ist er unten? Oder hier oben. Ich muss arbeiten. Was willst du? Du wirst als Ersatz für Urbanus im Lager gebraucht. Okay, bring mich zum Lager. Aber bleib mir vom Leib. Ich kann Morras nicht ausstehen. Gut, folge mir. Hast du lange gewartet, um in den Dienst von Torus genommen zu werden? Hast du lange gewartet, um in den Dienst von Torus genommen zu werden? Ich stehe im Dienst von Khan. Kämpfst du für Khan oder für Torus? Kämpfst du für Khan oder für Torus? Ich kämpfe für jeden, für den mir Khan befiehlt zu kämpfen. Glaubst du, Gorns Armee ist stärker als die von Torus? Glaubst du, Gorns Armee ist stärker als die von Torus? Ich war schon mal in Gotha. Gorns Soldaten sind doch alles nur Bauern. Wir werden sie platt machen. Also, da, okay. Hier ist nur die Arena.
Speichern wir mal. Wäre jetzt doof, wenn er unterwegs drauf gehen würde. Wo ist Morg? Steckt er jetzt da fest oder wie? Der hat tatsächlich festgesteckt. Ganzen Weg jetzt mit ihm zusammen nach Montera zurück, weil wir keinen Teleportstein in Montera gefunden haben. Obwohl, nee, ich... Mit ihm im Schlepptau kann ich mich ja nicht mal teleportieren. Das heißt, ich muss zu Fuß laufen. Das heißt, ich habe so oder so keine Wahl. Als zu laufen. Ja, gut. Schnell. Kommt der wenigstens hoch? Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Da hat sich eine Fliege auf dem Bildschirm getan. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So. Oh, da ist eine Heilpflanze, die ich vergessen habe, einzusammeln. Kann ich eigentlich auch so noch Begleiter mitnehmen? Einfach zu irgendwem hingehen und sagen, hier folgt mir mal aus dem und dem Grund. Habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. So, und wir haben 30 Lernpunkte. Stufe 29. 88 Punkte hieß es, ja, bräuchten wir an Stärke. Also 300, das wäre dann das hier. Der Körper des Helden heilt seine Wunden, auch außerhalb der Ruhezeiten. Das können wir bei Khan lernen. Ist das nicht aber ein Innos-Zauber? Ist Khan jetzt zu einem Innos-Anhänger konvertiert? Ich dachte, morgen, ich brauche gleich deine Hilfe. Sieh nicht den falschen an. Gut gemacht! Dreckiges Biest. So, Stachelkeule. Wo ist seine Keule? Wie viel Leben hat er noch? Na, oh, der hat keinen Schaden gemacht. Okay, holen wir uns den letzten da. Gemetzel liegt keine Ehre? Will er mich einfach nur hier schlecht reden oder wie?
Ich hoffe, die greifen jetzt Morg nicht an. Der kann nicht mal sprinten. So, jetzt ist die Frage, werden wir von noch mehr angegriffen gleich? Ach nee, wir müssen dann mit Urbanus zurück nach Khabdun. Hier ist noch eine Truhe. Hab ich einen Bock. Ich hoffe, er kommt wenigstens noch hinterher. Nicht, dass ich dann auf einmal irgendwann zu weit bin und er bleibt einfach stehen, weil er mich nicht mehr findet. Obwohl er gesagt hat, ich soll auf Abstand bleiben. So. Aber bisher viele Nebenquests gibt es hier jetzt auch nicht, oder? So, da ist er schon. Wir gehen hier rechts. Weil das der schnellste Weg ist. Und wir warten eben. Ich glaube, das mit dem Warten können wir vergessen. Die Wegfindung ist super. Von denen. Warte mal. Da ist eine Truhe. Abgebrochen. Okay, ein paar Rohlinge haben wir schon mal. So, die Deserteure? Greifen die uns an? Die Deserteure lassen uns in Ruhe. Aber warum sind das Deserteure? Ich glaube, das werden wir niemals beantwortet bekommen. Vor allem eins frage ich mich eigentlich so, was die Gothic-Lore angeht. Ich habe hier leider noch nicht alle Bücher gelesen gehabt oder so, eigentlich relativ wenige. So, es gibt hier ja Menschen und Orks und halt ein bisschen Magie. Goblins gibt es hier und auch ein paar Fabelwesen, sage ich jetzt mal. Ein paar andere Fabelwesen. Gibt es hier aber auch Elfen? Zumindest von der Lore, oder gab es die zumindest schon mal? So Elfenvölker? Es gibt, weil es Menschen und Orks gibt. Fände ich interessant. Also, ich weiß das jetzt nämlich nicht aus der Gothic Lore. Ob es Elfen gibt. So, muss ich zuerst mit ihm zu Khan oder zu Urbanus direkt? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Hör bloß auf.
So. Ich habe einen Ersatz für Urbanus gefunden. Dann steh hier nicht weiter blöd rum, sondern ersetz ihn! Verflucht, diese ständigen Unterbrechungen gehen mir auf die Nerven! Los, verschwinde! Am besten du hältst dich da raus. Tja, da haben wir ein wichtiges Problem. Ich würde da auch gerne was zu sagen, wegen diesen Unterbrechungen. Khan gibt dir die Erlaubnis, mit mir zu kommen. Bleib hier, bis ich mit Urbanus zurück bin. Lass uns zum Lager gehen. Na, quer ist Urbanus und das Banditenlager? Okay, das speichere ich, wenn er jetzt vorläuft. Für einen Weg. Natürlich muss er eine Blutfliege sein. Du stehst nicht mehr auf. Diese Lache. So, okay. Er hat doch irgendwas von Khaptoum gesagt, ne? Oder geht er zu den Deserteuren da oben? Sind das die Banditen, die er meint? Speicher vielleicht hier noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob er die da oben angreifen will. Okay. Ne, die greift dann nicht an. Wie viele Punkte haben wir jetzt schon? 30 Lernpunkte immer noch, okay. Okay, wir gehen wirklich nach Khaptoum. Wer sind die jetzt? Banditen. Oh. Bleib stehen. Ey! Urbanus, warum hilfst du mir nicht? So, schnell einen Heiltrank. Schnell!
Schnell, schnell, schnell! Alter. Urbanos, wo war deine Scheißhilfe? Schaut nur zu, Arschloch. Ich soll mit ihm den scheiß Banditennester ausräumen und dann hilft er mir nicht einmal. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Warte mal. Sprich mit Urbanos. Urbanos? Du musst weiter. Oget will einen Fakt zurückbekommen. Er hat einen. Warum geht er jetzt wieder zurück? Hä? Aufgabe erfüllt oder nicht? Ist das Artefakt hier? Kann ich das sehen? Hat er das? Ogets Amulett. Ah, okay. Das ist das, was ich brauche. Okay, dann, ich dachte, das wäre jetzt, es hieß doch bei Kaptun, das ist doch niemals bei Kaptun. Das ist doch näher an Montera als an Kaptun. Vor allem, es hieß doch, auch noch unter Kaptun oder so. Ja gut, suchen wir wieder Ogit, geben ihm den Scheiß da ab und dann machen wir uns auf den Weg zu Trelis. So, Ogit, war doch hier, oder? Da. Ganz und gar nicht. Ich habe das Artefakt. Ich habe das Artefakt. Überbringe dieses Artefakt an Khan. Okay, hier kann ich Magie lernen. Es kommt noch schlimmer. Bring mir etwas über alte Magie bei. Altes Wissen, ich mag die Kraft aus mir selbst ziehen. Dazu bist du noch nicht bereit. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ist das Mana-Regeneration? So, hier habe ich Schürfen von. Schnelles Lernen, Rom vergessen, magische Stäbe, Darkcraft, Druide, Feuermagier, Wassermagier, Schwarzmagier, Mana-Regeneration. Das ist es, okay. Und es kommt noch schlimmer. Warum muss ich eigentlich ständig zu Khan? Ich muss wegen allem zu Khan. So, Ogit schickt mich, um dir dieses Artefakt zu überbringen. Ogit schickt mich, um dir dieses Artefakt zu überbringen. Danke. Obwohl, warte mal, Kampfunterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, wie viel brauche ich dafür noch? Dazu bist du noch nicht bereit. 87. Ja. Gut, Mora. Gut, Mora. Du lernst schnell, Mora. Weiter, Mora. Du lernst schnell, Mora. Gut, Mora. So. Wie viel brauche ich dafür? Dazu bist du noch nicht bereit. 57 Punkte. Okay.
Also Regeneration wäre gut, wenn wir das kriegen könnten. So, haben wir noch irgendwie der meistbietende und Ausrüstung und Nachrichten für Toros. Mehr habe ich hier jetzt nicht. Hier die Rüstungsteile, okay. Hoppala, falsche Taste gedrückt. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal nach Treles zurück. Ist ja nur die Straße hier runter. Vor allem, mich stört jetzt aber wirklich die Sache, dass wir weder Gorn noch Lee bisher begegnet sind. Obwohl die beiden ja unsere nächsten Freunde sind oder so. Und von Diego, Lester oder Milton haben wir gar nichts gehört. Naja. Mal gucken, was hier die Story noch für uns bereithält. Vor allem, dass wir eigentlich die ganze Zeit was für Toros machen müssen, nervt mich. Ich mag Toros eigentlich gar nicht. Und dass wir gezwungen sind, quasi für Toros jetzt so viel zu machen. So, Treles, wir sind wieder da. Wenn Anmora Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht Anmora großen Ärger, dann tötet ihn. So. Ich glaube, ich werde alles, was zu Kahn und Toros gehört, so oder so hier ausmerzen. Da muss man hart durchgreifen. So, Toros. Kahn schickt mich, ich soll dir das Zeug hier geben. Kahn schickt mich, ich soll dir das Zeug hier geben. Hast du etwas für mich? Geh und frag Osh. Warte mal. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Gut so. Gut so. Okay. Osh, wo bist du? Soll mich das jetzt beeindrucken? Da ist Osh. Ich habe die Tränke zu Kosar gebracht. Ich habe die Tränke zu Kosar gebracht. Gut. Wofür waren die Tränke denn? Das geht dich nichts an. Ich habe noch was für dich zu tun. Meine Informanten haben den Kelch von Kor-Kalom entdeckt. Ich will, dass du ihn mir besorgst. Den Kelch von Kor-Kalom? Warum will Toros ihn haben? Was für Kräfte besitzt er? Stell nicht so viele Fragen, sondern tu, was ich dir sage. Warum holen deine Informanten nicht einfach den Kelch? Warum holen deine Informanten nicht einfach den Kelch? Meine Informanten sind keine Krieger. Sie würden nie bis zum Kelch kommen. Deshalb musst du die Sache erledigen. Wo ist der Kelch denn? In den Minecrawler-Höhlen. Und pass auf, dass dir niemand folgt. Gut, verstanden. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ich hab das Ding? Kor-Kaloms Kelch? Was hat... Erstens, wie kommt Kor-Kalom hierhin?
nach Myrtana, also weit weg von Corinnes, wo die Minenkolonie war. Ich hab das Ding. Ist dir jemand gefolgt? Nein, glaube nicht. Gut, du kannst gehen. Ich muss mich jetzt mit dem Artefakt beschäftigen. Du hast einiges für mich erledigt. Bist du erschöpft und willst dich etwas ausruhen? Klar, warum fragst du? Naja, wir alle sind müde und könnten etwas Ruhe gebrauchen. Danke für das Angebot. Es sind harte Zeiten und man weiß kaum noch, wie man trauen kann. Das ist wahr. Traust du hier jemandem in Trelis, den Orks? Die Orks haben immer wieder gezeigt, dass man ihnen nicht trauen kann. Naja, wie es scheint, sind die Orks diesmal nicht schuld an der ganzen Geschichte, sondern die Menschen. Die Orks haben immer wieder gezeigt, dass man ihnen nicht trauen kann. Im Moment stellen sie zwar keine Gefahr dar, aber sie führen bestimmt irgendwas im Schilde. Freut mich, dass du das so siehst. Und es stimmt, die Orks führen etwas im Schilde. Woher weißt du das? Ich wurde hierher geschickt, um herauszufinden, was die Orks vorhaben. Was meinst du mit hierher geschickt? Ihr bringt diese Nachricht zu Gorm. Gorm? Ich arbeite für Gorm, ich bin ein Spion. Für Erklärungen ist jetzt aber keine Zeit. Du musst sofort los. Aber ich... Los, geh und gib auf die Orks Acht. Wenn mich jemand fragt, du hast mich heute noch nicht gesehen. Jetzt geh. Was steht in der Nachricht? Sie haben jetzt keine Zeit für Fragen. Ich brauche noch eine Information über Gorm. Da kommt jemand, ich verschwinde. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, endlich mal zu Gorn zu kommen. Osch, Nachricht für Gorn. Ach ne, das heißt, ich da. Oh nein, ich darf den ganzen Weg jetzt laufen. Aber ich hoffe, wir können jetzt endlich mal Gorn sehen. Treffen, also wirklich. Und nicht, dass wir jetzt an diesem scheiß Stadtwache da festgehalten werden. Sozusagen an dem nicht vorbei können. Wehe, die haben Gorn hier jetzt unsympathisch gemacht. Wehe. Auch wenn Gorn in den alten Gothic-Teilen hin und wieder mal ein Trottel war. Ich mochte ihn, er war mir sympathisch. Und er war quasi einer meiner Trottel, ja. Also wirklich im freundschaftlichen Sinne meine Trottel. Also wenn der jetzt hier unsympathisch ist. Gemacht worden oder so. Also mir fällt nichts ein, was ich sagen könnte, so, oder was ich machen würde, wenn der jetzt hier so unsympathisch ist. Aber ich sag so, wenn Gorn hier unsympathisch gemacht wird, ich werde jeden, den ich hier finde, dann am Ende des Spiels niederstrecken. Egal, ob die im alten Teilen oder so Freunde waren oder nicht. So, ich brauche euer Fleisch. Ja. So, nochmal was voran. Ah ja, und wir müssten mal pennen. Es wird schon langsam dunkel. Und ich möchte nicht nachts unterwegs sein. Wohl, warte mal. Wir haben doch einen Teleportstein nach Dings. Nach Gotha. Hier. Nach Gotha. Du besser so. Ja, der will eine rauchen neben mir, okay. So, 118 Fleisch.
So, die lassen uns vorbei, okay. Der letzte Mist und es kommt noch schlimmer. Halt, was willst du? Ich muss Gorm sehen, es ist dringend. Osh hat mich geschickt. Ich habe eine Nachricht für Gorm. Hör zu, es gibt so einen Ork, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Und was ist mit dem Brief? Was ist mit dem Brief? Ja, ich gebe ihn schon weiter. Aber in der Zwischenzeit will ich, dass du was für mich erledigst. Der Brief ist wichtig. Warum gibst du ihn nicht ab und erzählst mir dann mehr von diesem Ork? Der Brief ist wichtig. Warum gibst du ihn nicht ab und erzählst mir dann mehr von diesem Ork? Unterbrich mich nicht. Das hier ist auch wichtig. Halt die Presse. Also, wo war ich? Ach ja, jetzt wo wir wieder im Krieg mit den Orks sind, dachte ich mir, das ist die perfekte Gelegenheit, um diese alte Rechnung zu begleichen. Das Problem ist, dass sich der Ork irgendwo versteckt hält und ich habe keine Ahnung wo. Richtig. Es gibt da aber jemanden, der es wissen könnte. Digga! Dieser Brief ist von Gorns Spion, das wichtig ist, an Informationen für ihn. Und du willst ein privates Problem hier gleichstellen mit etwas, was um den Sieg über einen Krieg hier? Und wer wäre das? Ernsthaft? Arthur. Wie heißt dieser Ork? Sein Name ist York. Ich glaube, ich will das gar nicht. Wo finde ich diesen Arthur? Er lebt in Khabdun. Okay. Na gut. Ich kümmere mich um die Sache. Und du gibst in der Zwischenzeit Gorm diesen Brief, ja? Sag mir gefälligst nicht, wie ich meinen Job zu machen habe. Digga, du bist der Erste, den ich hier abschlachte, Errol. Hör bloß auf mit der Scheiße. Nach Khabdun wieder, hä? Khabdun, war das hier. Und ein Ork namens York? Komm, wir legen uns mal schlafen. Boah, ich hasse Errol. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, da ist Arthur. Was willst du? Der Torwächter von Gotha schickt mich. Der Torwächter von Gotha schickt mich. Hm, ist dir irgendwer gefolgt? Ich glaube nicht. Du glaubst? Verflucht! Los, sag schon, was willst du? Wo finde ich einen Ork namens York? York? Hm, es heißt, er habe sich mit den Menschen verbündet. Manche behaupten auch, er sei mit Khan aneinander geraten. Khan soll ihn in eine Höhle gebracht haben. Danach wurde er nicht mehr gesehen. Und die Scavenger dort sollen plötzlich dick und fett geworden sein. Okay, danke. Danke. Wir haben nie miteinander geredet, verstanden? Ja. Okay, warum sind wir jetzt so nah? Ich muss mit irgendwas jetzt kurz interagieren. So, Hocker. Und aufstehen. So. Okay, warte mal, was hatte ich hier die Quest? Nimm dich der Spaßvögel an. Gustav wird ständig von irgendwelchen Spaßvögeln belästigt. Er will, dass ich mich um sie kümmere. Belohnung hat er mir einen Zauber besprochen. Ne, hier Gotha. Information von Arthur für Errol. Ich muss Errol Informationen über York beschaffen. Diese kann ich von Arthur in Khabdun erhalten. York, es heißt, er habe sich mit den Menschen verbündet. Manche behaupten auch, er sei mit Khan aneinander geraten. Khan soll ihn in eine Höhle gebracht haben. Danach wurde er nicht mehr gesehen und die Scavenger dort sollen plötzlich dick und fett geworden sein. Muss ich jetzt mit Khan reden? Okay, dann gehen wir mal ein bisschen Khan auf den Nerv. Beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.